Hallo, ich bin Konrad Rennert und ich möchte Ihnen mit diesem Fallbeispiel die Spezialfilter in Kombination mit einem Makro zeigen. Ausgangslage ist die Frage eines YouTube-Freundes, der sich mit Arbeitsnachweisen beschäftigt. Was das hier konkret soll, ist eigentlich unerheblich, aber es ist eben ein schöner Hintergrund, um den Spezialfilter zu zeigen. Das, was der Jens hier hat, ist im Prinzip folgendes Problem. Er hat hier oben in dem Bereich die Spalte Tag und das Datum. Und für ihn ist wichtig, dass das Datum mit den Sonntagen, also hier der 6. März, der 13., der 20. und der 27., die sollen hier unten in diesem Bereich automatisch kopiert werden oder aufgenommen werden. Weil da hat er schon vorbereitet den Eintrag von Beginn und Ende der Arbeit an Sonntagen. Die Formel steht auch schon da. Und wenn ich da zum Beispiel hier 6 Doppelpunkt 00 eintrage und da trage ich dann ein 16 Doppelpunkt 00, dann sehen wir, dann kommen da auch schon 10 Stunden heraus, die dann hier in der Spalte F berücksichtigt werden und zum Gesamtergebnis zusammengefasst werden. Also das einzige Problem, was ich hier zu lösen habe, ist, wie bekommt der Kollege das Datum hier aus der Spalte, an denen Sonntage sind, hier unten hin. Und da bieten sich die Spezialfilter an. Er hat auch schon eine Lösung mit Filter, aber die ist also nicht so geeignet wie der Ansatz mit dem Spezialfilter. Das Ganze, das soll hinterher automatisch gehen, das heißt mit einer Tastenkombination, zum Beispiel Steuerung F wie Filter, soll alles automatisch passieren. Das ist auch sehr einfach. Die Monate, die haben in der Regel ja nur 28 bis 31 Tage. Das heißt, dieses Schema, das ist immer fest und es kann auch maximal nur 5 Sonntage in einem Monat geben. Und das ist also ganz einfache Sache, die man mit einem Makro lösen kann. Ich will jetzt das Makro aufzeichnen und das kann man dann hinterher auch anschauen, wie das aussieht. Dann weiß man, es muss nicht unbedingt mit Makro gemacht werden, aber wer dann, wie der Jens, vielleicht jedes Jahr hunderte von diesen Blättern so mit Sonntagen zu ergänzen hat, und muss immer nur eine Taste eingeben mit dieser Vorlage, die man dann vorbereitet hat, dann ist das also eine ganz einfache Sache. Ich starte jetzt die Makroaufzeichnung, indem ich zum Register Ansicht gehe und wähle dort Makros aufzeichnen. Und das Ganze soll heißen SFM, Spezialfilter Makro, und das soll mit der Tastenkombination Steuerung plus F aufgerufen werden. Und das Makro kann man in dieser Arbeitsmappe speichern oder in einer übergeordneten Makroarbeitsmappe, wenn man mit vielen Makros arbeitet. Aber in dem einfachen Fall hier lassen wir einfach die Voreinstellung. Es soll also SFM heißen und mit dem Shortcut Steuerung plus F aufgerufen werden. Ich klicke dann auf OK. Ab jetzt wird das Makro aufgezeichnet. Das sehe ich einmal hier mit dieser Schaltfläche, mit der ich dann die Aufzeichnung beenden kann. Und jetzt muss ich also systematisch vorgehen. Ich benötige zunächst einen Kriterienbereich und da muss ich also dann immer an die Zelle gehen, die geeignet ist, zum Beispiel A44 mit der Funktionstaste F5. Kann ich also genau angeben, zu welcher Zelle ich springen will. Ich gebe an A44 und dann stehe ich dort. An dieser Position muss ich darauf achten, dass die Überschrift für das Spezialfilter genauso geschrieben ist wie der Feldname, der hier in der Zelle A9 steht. Ich will ja die Sonntage raussuchen und die Spaltenüberschrift ist Tag Doppelpunkt. Und darunter soll dann immer Sonntag stehen. Das hat der Jens mit SO hier so abgekürzt oder formatiert. Und das ist also auch schon alles, was ich für das Spezialfilter brauche. Jetzt nochmal die Eingabetaste gedrückt. So, jetzt kann ich also anfangen,
diese Sonntage aus dem März-Daten herauszufiltern. Und genau wie ich das jetzt für den März mache, wird das später von dem Makro, wenn ich das denn aufrufe auf dem Blatt Mai oder Juni, die hier der Jens auch schon vorbereitet hat, dann muss das genauso gehen. Den Bereich, der hier zu berücksichtigen ist, also A9 bis B40, B41 markiert, bis B40, das wird also jetzt der Bereich. Ich gehe dann zum Register Daten und wähle dort hier unter der Befehlsgruppe Sortieren und Filtern erweitert aus, also hier dieses Symbol. Und dann habe ich hier den Spezialfilter. Und da will ich nicht an gleicher Stelle filtern, sondern an eine andere Stelle sollen die Daten kopiert werden. Und die Daten, die zu berücksichtigen sind in dem Listenbereich, die sind hier schon eingetragen, weil dieser Bereich ist hier schon markiert. Wenn er das nicht wäre, müsste hier von A9 bis B40 markieren. Der Kriterienbereich, das sind diese beiden Zellen, die ich hier eben gerade hingeschrieben habe. Und kopiert werden nach, soll nach der Spalte Datum. Die gebe ich hier ein. Da steht jetzt B49. Und wenn ich auf OK klicke, dann sehen wir, hier unten stehen die Daten. Die Kriterien, die werden jetzt nicht mehr benötigt. Das heißt also, ich kann diese beiden Zellen wieder entfernen und gehe dann als letzten Schritt an die Stelle, wo zum Beispiel das erste eingetragen würde, also die Anfangszeit von dem ersten Sonntag in diesem betreffenden Monat. Jetzt beende ich die Makroaufzeichnung und schaue mir die an. Die aufgezeichneten Makros findet man unter dem Register Ansicht bei Makros hier rechts unter Makros anzeigen. Und da gibt es bisher nur das Makro SFM. Und da wähle ich mal Bearbeiten aus. Und da sehen wir, was aufgezeichnet wurde. Es ist ein Makro. Die Tastaturkombination, die ich gewählt habe, STRG F, die steht hier auch. Und dann sehen wir hier allerdings in englischen Begriffen das, was ich gemacht habe. Ich bin mit Gehe zu zur Zelle A44 gegangen, Row 44, Column 1, Column 1 ist A, Zeile 44 ist Row 44. Dort habe ich Tag eingegeben, dann habe ich die Zelle darunter, also A45 ausgewählt, habe Sonntag eingegeben und habe dann den Bereich von A9 bis B40 ausgewählt, da wo Tag und Datum stand. Und dann habe ich den Spezialfilter gewählt, der heißt hier Advanced Filter. Und dort habe ich Daten kopieren gewählt, den Bereich für die Kriterien, der ist hier angegeben und es soll unterhalb der Zelle B49 hin kopiert werden. Da steht noch was mit doppelten Werten, die werden nicht ausgeblendet, gibt es aber auch gar nicht. Und dann habe ich zum Schluss diesen Bereich mit den Kriterien A44 bis A45 gewählt und habe den Inhalt gelöscht und dann habe ich die Zelle D50 gewählt, wo der erste Beginn für einen Sonntag in dem ausgewählten Monat steht. Das kann man noch kommentieren. Diese grünen Striche hier, diese Apostrophen bedeuten, das ist eine Kommentarzeile. Und da werde ich dann hinterher noch was hinschreiben, im Prinzip das, was ich eben gerade gesagt habe. So, dann wollen wir das Makro auch mal testen. Das sollte also jetzt in den anderen beiden Monaten einfach mit der Tastenkombination STRG plus F funktionieren. Ich schließe das, gehe dann zum Mai. Da sehen wir, da gibt es einige Sonntage, den 1., den 8. und so weiter. Und hier unten steht noch nichts. Klicke jetzt mal in irgendeine Zelle und starte das Makro mit STRG plus F. Und wir sehen, alle Mai-Sonntage stehen hier. Hier sind auch die Formeln, das heißt, wenn ich hier 10.00 hinschreibe und hier schreibe ich dann 18.00, dann wird das also auch richtig berechnet. Das Makro, was ich aufgezeichnet habe, kann man auch noch auf andere Weise ausprobieren. Ich klicke hier auch wieder an irgendeine Stelle, zum Beispiel da.
Dann gehe ich hier im Register Ansicht, da wo die Makros stehen, hin und wähle dort Makros anzeigen. Und da ist nur SFM und dann will ich ausführen. Sie sehen, das geht also wesentlich schneller mit Steuerung plus F, wie ich das also eben getan habe, aber das hier hat auch funktioniert und das Ergebnis ist das gleiche. Zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Einsatz von Spezialfiltern natürlich nicht an Makros gebunden ist. Die Makros erleichtern natürlich, wie in diesem Fall, den immer wiederkehrenden Vorgang, dass man die Daten vorbereitet und selektiert. Worauf in der Praxis oft nicht geachtet wird, ist, dass man bei der Verwendung der Überschriften für Kriterien und für den Ausgabebereich genau darauf achten muss, dass die Schreibweise identisch ist. Das heißt in diesem Fall, dass wenn der Autor, in diesem Fall der Jens, Tag Doppelpunkt geschrieben hat für die erste Spalte und Datum Doppelpunkt für die zweite Spalte, da muss hier bei dem Kriterienbereich der Doppelpunkt natürlich auch stehen, sonst kann man die Spalten nicht zusammenbringen. Genauso muss der Doppelpunkt hier unten als Überschrift im Ausgabebereich genannt werden, so wie das hier oben der Fall ist. Nur damit werden also die Daten an die richtige Stelle, nämlich darunter kopiert. Das wird in der Praxis oft vergessen und dann wundert man sich, warum der Spezialfilter nicht funktioniert. Ich hoffe, Sie konnten aus meinen Ausführungen ein paar interessante Anregungen für Ihre Arbeit entnehmen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.